Ja, Manuel Neuer, ne? Heute aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Hättet ihr damit gerechnet? Ich hätte es ehrlicherweise nicht gedacht. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Und ich bin offen und ehrlich zu euch, Marc-André Ter Stegen sitzt zu Hause und macht den ganzen Tag. Er denkt sich, ich bin frei, ich bin frei. Er kann jetzt endlich arbeiten. Wie alt ist er? Er ist doch auch 30 oder so. Ter Stegen, warte mal ganz kurz. 32, oh scheiße. Oh, er ist 32. Manuel Neuer hat einfach diese Scheißposition 15 Jahre blockiert. Er hat sie einfach 15 Jahre blockiert. 2026, Nübel Nummer 1. Stell mal vor, Alter. Ey, der arme Alter. Aber gut, das ist halt dein Los, was du ziehst, wenn du dooferweise einfach genau in dem Jahr geboren wirst. In dem Jahr geboren wirst. Zu der Zeit spielen musst, wie der wahrscheinlich beste Torwart aller Zeiten. Das ist halt wirklich einfach, der Typ wäre wahrscheinlich in sehr vielen anderen Zeiträumen gesetzter Nummer 1 Keeper von Deutschland. Das tut weh. Das tut weh, Alter. Ich bin jetzt halt nur mal gespannt, wer der Nachfolger wird. Das muss jetzt Ter Stegen werden. Also kein Disrespect zu Nübel oder zu irgendeinem an, aber du musst Ter Stegen jetzt eigentlich 2026 da wirklich mal reinstellen. Das hat er sich ja auch verdient. Oder was sagt ihr? Also er hat sich so lange hinten angestellt und hat, also ist jetzt nur meine Meinung, ich finde, Ter Stegen hat meinen vollsten Respekt, wie er mit der Neuer-Sache umgegangen ist. Weil ganz im Ernst, ich glaube, es hätte genug Menschen gegeben, ich heb mal hier kurz die Hand, ich wäre so einer gewesen, ich hätte mir das 3-4 Jahre angeguckt und dann hätte ich irgendwann gesagt, Digga, dann f*** alle. Ja, dann Manuel Neuer da sein Leben lang ein, soll er sein Leben lang im Tor stehen, egal ob der noch ein Bein, zwei oder gar keine mehr hat, ich guck mir die Kacke nicht mehr an, lass mich in Ruhe. Und ich finde, Ter Stegen hätte es jetzt wirklich verdient, einfach aufgrund auch seiner Geduld, die er hatte. Und ja, der hat ab und zu mal ein Interview gegeben und so ein bisschen rumgestänkert, das kann ich aber auch verstehen, dass man dem jetzt auch wirklich mal das Vertrauen gibt und sagt, so, Ter Stegen, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert, bist du beim 26er-Turnier unsere Nummer 1. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil jeder, der schon mal Torhüter war, der schon mal mit Torhütern trainiert hat, auf der Torhüterposition ist es ganz, ganz wichtig, dass du einfach weißt, die Mannschaft vertraut mir, der Trainer vertraut mir und ich kann mich auf mein Zeug konzentrieren. Wenn du schon so im Hinterkopf hast, ah, okay, ich bin umstritten, ich muss mir meinen Platz erarbeiten, die Mannschaft ist auch nicht so, da musst du jetzt eigentlich hingehen und sagen, so, Ter Stegen, Nummer 1, keine Diskussion, WM 2026, gib ihm. Thema Manuel Neuer, ich bleib dabei, ich habe schon ganz lange drüber gesprochen oder ganz häufig drüber gesprochen, für mich ist Manuel Neuer der beste Torhüter aller Zeiten, nicht alle sehen es so, ist auch egal, die Diskussion brauchen wir nicht nochmal aufmachen. Ich glaube, da kann man ganz, ja, wie sagt man, einfach sehr stolz als Deutscher auf die Karriere eines Weltklasse-Torhüters zurückschauen, der sowohl für Land als auch für Verein oder Verein, nee, war ja auch bei Schalke, Unglaubliches geleistet hat. Zweifacher Champions-League-Sieger, mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Pokalsieger, Weltmeister mit Deutschland über, und das muss man sich einfach mal geben, der Typ, und das muss man sich einfach mal geben, Chat, der Typ war, damit ihr das einfach mal auf der Zunge euch, auf der Zunge zergehen lassen, der Typ ist 14 Jahre die Nummer 1 aus dem deutschen Tor gewesen. 14 Jahre. Das heißt, Menschen, die 18 Jahre alt sind, okay? Menschen, die 2-6er-Jahrgang sind. Wenn man davon ausgeht, dass man mit 4-5 Jahren anfängt, sich mit Fußball zu begeistern, kennen 18-jährige Menschen keinen anderen Nationaltorwart als Manuel Neuer. Diesen Menschen, der ist einfach, seitdem die existieren, seitdem die sich mit Fußball auseinandersetzen, immer im Tor. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist ungefähr so ein Ding wie bei mir und Angela Merkel. Ich bin 98er Jahrgang, ich habe so ein Jährchen Schröder miterlebt als Bundeskanzler, aber da war viel zu jung, um irgendwas zu checken. So, in meinem Leben gab es bis vor 2 Jahren immer nur Angela Merkel. Für mich gab es immer nur Mutti. Für mich gab es immer nur die Mutti. Ich kannte keinen anderen. Und das ist, glaube ich, echt krass. Und ja, also ich glaube, was anderes braucht man über Manuel Neuer nicht sagen. Also, der Typ ist unfassbar gewesen, hat das Torwartspiel revolutioniert. Ich glaube, dass wir trotz
der überragenden Leistungen bei der WM 2014 niemals Weltmeister geworden wären ohne ihn, weil dann wäre uns das Algerien-Spiel um die Ohren geflogen, dann hätten wir wahrscheinlich das Frankreich-Spiel auch nicht so souverän gewonnen im Halbfinale. Also der Typ war schon unfassbar, nee, warte mal, Frankreich war Viertelfinale. Ja, der Typ war schon unfassbar krass. Unfassbar krass. Ich glaube, da ist er über jeden Zweifel erhaben. Und ich muss aber auch sagen, und da nehmen wir jetzt mal nicht nur Manuel Neuer rein, sondern auch nochmal die anderen, die jetzt mit ihrer Nationalmannschaftskarriere aufgehört haben. Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, jetzt frisch noch. Was mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht hat. Weiß nicht, wie ihr das seht. Bei Gündogan hatte ich ehrlicherweise gedacht, dass es jetzt erst in der Nationalmannschaft so richtig für ihn losgeht. Und der auf jeden Fall das Ziel hat, die 26er WM nochmal mitzunehmen. Weil der ist Kapitän geworden. Nagelsmann hat auf ihn gesetzt. Und der war bei der EM jetzt wirklich gut. Also das mit Gündogan hat mich überrascht. Aber ja, Müller war natürlich klar. Dass Müller, Neuer Schluss machen, das war für mich ehrlicherweise klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es mich bei Gündogan überrascht, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich persönlich hätte Gündogan sehr diesen Nationalmannschafts-Redemption-Arc gegönnt, weil am Ende wird man bei Ilkay Gündogan immer auf die Karriere gucken und sagen, er war ein übertrieben krasser Fußballer, aber irgendwie nie in dem Land, aus dem er gekommen ist. Das muss man ja einfach so sagen. Also er hat halt einfach seine mit Abstand stärksten Leistungen immer in England gezeigt und für die deutsche Nationalmannschaft hat es irgendwie nie so ganz funktioniert. Ja, schade, hätte ich ihm gegönnt, dass er da seine Karriere noch ein bisschen hätte krönen können. Ich glaube, jetzt habe ich gerade Toni Kroos noch vergessen, weil der ja direkt nach der EM Schluss gemacht hat. Ich glaube, dass es unserem deutschen Team jetzt aber wirklich gut tut. Und da habe ich Respekt vor allen Beteiligten, sowohl von Gündogan als auch Müller als auch Neuer. Kroos sowieso hat die Karriere beendet. Ich finde, alle haben einen sehr guten Zeitpunkt gewählt, um ihre Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Und da bin ich allen sehr dankbar für, weil ich glaube, das ist schon ein Zeichen von Stärke und von Größe, von sich selber aus zu sagen, ey, ganz im Ernst, bevor ihr mich hier irgendwann mit der Liga raustragen müsst, komm, ist Zeit für neue Leute, ist Zeit für neue Gesichter. Und das finde ich persönlich sehr, sehr stark, weil ich glaube, das braucht die Nationalmannschaft auch. Und am meisten überrascht es mich tatsächlich bei Neuer und bei Gündogan. Ich hatte Neuer irgendwie immer so wahrgenommen als jemand, der das Ziel hat, einfach so lange wie möglich zu spielen. Also ich glaube, ich hatte immer ich dachte, dass Neuer nicht von sich aus irgendwann sagt, nö, ich mach nicht mehr. Ich dachte eigentlich, dass irgendwann die Leute zu Neuer hingehen und sagen, komm, kalmer, reicht. Aber jetzt, wenn ich auf die Nationalmannschaft gucke, haben wir 2 Jahre Zeit, eine neue Achse, eine neue Hierarchie zu bilden und das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Der Zeitpunkt ist einfach perfekt. Die haben noch einmal ein Heimturnier mitgenommen, ihren Namen nach der letzten Jahren, die mehr als scheiße waren, reingewaschen und können mit Stolz gehen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und es ist auch deutlich besser gelöst als nach der WM 2018, wo irgendwie dann Müller erst, also nee, wer ist denn bei der, dann war Hummels erst nicht und dann irgendwie wieder doch. So, das ist jetzt eine endgültige Entscheidung, die kommt proaktiv von den Spielern und jetzt kann man halt wirklich sagen, so, jetzt bauen wir neu auf. Und ich glaube, das tut auch den jungen Spielern aus der deutschen Nationalmannschaft, wie einem Musiala, wie einem Wirtz, wie auch einem Pavlovic in Zukunft. Ich glaube, das wird den Leuten sehr gut tun, weil die jetzt einfach wissen, okay, jetzt sind wir die, die es richten müssen. Jetzt ist nicht mehr, ich gucke nach oben und schau mal, wie es der große Toni oder der große Manu macht. Jetzt müssen wir, ne? Also ich glaube, das ist für das Team sehr, sehr gut und vor allem, dass es halt nicht plötzlich wieder irgendwie ein Jahr vor einem Turnier geschieht, sondern halt wirklich genau nach dem letzten. Und jetzt hat man halt 2 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, kann sich Gedanken machen, wer soll Kapitän werden. Da bin ich, by the way, wer soll Kapitän werden? Das ist eine extrem gute Frage. Wer wird denn eigentlich Captain jetzt? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wer wird Captain? Jetzt doch Kimmich? Ich finde es heftig und immer interessant, wie schnell es im Fußball geht. Hätten wir vor einem halben Jahr diese Frage gestellt, hätten 80% von euch wahrscheinlich Kimmich nicht in den Chat geschrieben. Das ist echt krass. Und es freut mich persönlich auch für ihn, wie sehr er sich im letzten halben Jahr auch durch die Europameisterschaft weiterentwickelt hat und auch wieder Standing zurückerlangt hat. Das freut mich für den wirklich. Finde ich wirklich cool.
Wobei ich da sagen muss, und jetzt komme ich als jemand, der Kimmich immer verteidigt hat, ich weiß gar nicht, ob ich ihm die Kapitänsbinde geben würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm die Binde geben würde. Ich glaube, mir gefällt Kimmich eigentlich am besten, wenn er so der zweite, dritte Kapitän ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Der quasi so ein Zuarbeiter ist. Aber dann würde ich mich halt fragen, wer soll sie denn sonst bekommen? Ist Rüdiger ein Kapitän? Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Dann gibt es noch Ter Stegen als erfahrenen Spieler. Und dann? Ich finde es schwer. Also ich glaube, Andrich kannst du die Binde nicht geben. Ist schon ein Leader. Aber ich sehe Andrich auch nicht so in der Rolle des Kapitäns. Aber ich finde es schwer, ey. Ich finde es wirklich, ich wüsste nicht, wem man das Ding geben soll. Für Musiala in 2 Jahren zu früh? Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, Musiala ist kein Typ-Kapitän. Leon Goretzka als Kapitän, ja gut, dafür muss er erstmal nominiert werden. Schwer. Ich weiß nicht, Digga, aber jetzt mal for real. Also es ist schon schwierig, wenn ich so die... Also wer soll denn sonst Kapitän werden? Anhand der Leute, die zur Auswahl stehen, würde ich glaube ich sogar auch sagen, Kimmich. Weil es gibt ja legit niemanden zur Auswahl. Nee, ich finde auch, Ter Stegen strahlt irgendwie nicht so dieses Leader-Sein aus. Und ich persönlich, nur meine persönliche Meinung, finde es irgendwie immer cooler, wenn der Kapitän ein Feldspieler ist. Also irgendwie haben wir gefühlt alle Führungsspieler, die wir in den letzten Jahren haben, jetzt nicht mehr. Ter Stegen sehe ich nicht als Kapitän, Schlotterbeck nein. Also Tah ist jemand, der ein Kapitän ist, wo ich aber sagen würde, boah, Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft? Weiß nicht. Rüdiger? Weiß nicht. Anton nein, Koch nein, Raum nein, Mittelstädt nein, Henrichs nein. Andrich ist auch ein Führungsspieler, glaube ich. Mentalitätsspieler, aber kein Captain. Can nein. Kimmich, ja. Groß, nein. Musiala auf gar keinen Fall. Wirtz auf gar keinen Fall. Havertz auf gar keinen Fall. Führich auf gar keinen Fall. Leroy Sané auf gar keinen Fall. Bayer auf gar keinen Fall. Undorf auf gar keinen Fall. Füllkrug vielleicht. Es gibt halt wirklich nicht viel Auswahl, ne? Also eigentlich bleibt legit wirklich nur Kimmich übrig. Wieso nicht Havertz? Weil Kai Havertz für mich alles, aber kein Typ ist, der Kapitän ist. Ja, ich find's schwer. Ich find's wirklich richtig schwer. Ich wüsste nicht, wie man dann nehmen kann als Captain. Wüsste ich ehrlich nicht.